Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Satisfactory. Hier ist der Papa Troll und da steht sie. Die Snitch. Die Redman. Tschüss. Mein. Hast du eben auch bei mir gemacht? Nein. Sieht meine Aufnahme, habe ich gar nicht. In der nicht vorhanden. Ja, ist klar. Ist klar. So. Ich war hier am Rotoren bauen, meine ich. Du warst am Rotoren bauen, so. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier mache. Okay, und nice. Was ich ja machen war, weiß ich auch nicht mehr so wirklich. Ich glaube Beton, ne? Genau. Ja, ich meine, das wolltest du erweitern. Ja, das geht jetzt leider nur auf eine Art und Weise, nämlich eine neue Betonquelle erschließe. Na, das kriegst du ja noch hin. Ah, ich denke schon. Denke schon. So, dazu muss ich mir erstmal einen mobilen Miner machen, wenn ich das blöde hab. Da. Gott, ey. Wir haben wieder so unübersichtlich gebaut hier. Wir haben voll hübsch gebaut. Ja, aber unübersichtlich. Wenn man irgendwo steht, man... Nein, das ist übersichtlich. Ach, was so, ja. Gut, das Hub steht aber auf dem Kompass, glücklicherweise. So. Was ist das, was wir für Logistics Mark II brauchen? Bitte? Ach, das sind... Ah, okay. Ja, die... Verstärkte Platten, Beton, Stangen und... Ja, die versteckten Platten sehen wieder neu aus. Ach so, okay. Ja. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Mir schon. Aha. Gut. Ich weiß nicht mal mehr, was ich brauche. Ja, ich wollte mir einen... Ach so, den baue ich ja gar nicht hier. Den baue ich in der... Speeder. In der Werkbank. Na, aber ich bin doch besoffen, oder? War natürlich... Wäre nichts Neues. Nein, auch nicht an der MAM, sondern hier in der Ausrüstungswerkstatt. Jetzt habe ich's. So, mein Gott. So. Zack. Und jetzt müsste ich eigentlich einen Miner bauen können. Ja, das kann ich. Dann brauche ich Konstruktoren. Oh, da brauche ich Verstärkte für. Und ich brauche Schmelzer. Motoren. Schmelzer sind nicht das Problem, okay. 5x Eisenbrustplatten. Ne, 20 Eisenbrustplatten. Du hast Eisenplatten schon Verstärkte schon automatisiert, ne? Ja, werden gebaut. Kann ich mir da welche wegnehmen? Ja. Oder brauchst du sie für irgendwas? Nein. Dann komm ich mal. Komm ich wieder vorbei. Was steht denn hier alles? So, also, ich brauche. Eigentlich? Überall müssen überall muss Eisenrotz hergestellt werden. So, Platten. Schräubchen. Überall Eisenrotz. Genau, hier machst du die verstärkten Eisenplatten. Wo landen die? In der Kiste da. Boah, 77 Stück, so viel brauche ich gar nicht. Aber ich nehme sie. Da kann ich nämlich schön viele Konstruktoren bauen. Schön viele Konstruktoren. Mhm. Damit wir noch schön viel Strom verbrauchen. Und da ganz schnell die Bedrohung kommen. Das tun wir sowieso ganz schnell. Zip. 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 So. So, jetzt laufen vier Konstruktoren. Da geht's schon los. Hast du jetzt gerade was angeschlossen? Ja, vier Konstruktoren. Ja, toll. Finde ich auch. Ja, ich glaube, dann ändere ich meinen Plan und baue mal weitere Biomassebrenner. Hm? Ja gut, mach das. Dann hast du immerhin was zu tun. Ah, ich hab ja sonst nichts zu tun. Genau. Da sind wir immerhin einer Meinung. Mhm. So, also vom Prinzip her würden die jetzt Eisenrotz herstellen. So. Wie viel brauche ich? Das ist jetzt die große Frage. Einen weiteren Mast verbauen, damit man hier schön noch... Einen weiteren Konstruktor brauche ich. Noch Sachen anschließen kann. Zack. Ich mach Glück. Look. So, dann sollten wir die Masse da rein tun und das ganze Ding anschmeißen. So, und ich würde sagen, dann gehe ich jetzt. Wie sieht's aus mit Strom? Ah, doch, ein bisschen mehr haben wir jetzt schon. Da gehe ich mal eher lieber Zeug holen, damit wir Biomasse herstellen können. Ne? Wieso kommt so wenig Screw an?
You're screwed. Ja, ja, genau. Was auch immer. Weil da zu wenig Rotz ankommt. Aber wieso kommen denn da jetzt zu wenig Rotz an? Das führt dadurch. Nur Pop, weil die keine Energie haben. Die Teile haben keine Energie. Die stellen schon her. Die stellen. Der steht einfach besser, ja. Also nur ein einziger Konstruktor stellt Rotz her. Was ist das denn? Auch herstellen. Wirklich? Achso, ich hab mal den Kampf gegen ein paar Fliegen überlebt. Was war das? Giftpflanzen. Giftpflanzen. Ah, ich hab Quarz gefunden. This mineral shows purity levels akin to synthetic quartz manufactured on Earth and can be used to improve communication and exploration technologies. A new research tree can now be accessed in the MAM. Aber wir können es dann erforschen und dann sehen wir ja, wo die Quellen sind. Ja. Oh Gott. Ja, was denn? Ich hab so ein Schwein aufgescheucht. Oh. Also ich hoffe, ich hab's nicht aufgescheucht. Ich hab's nur gehört gerade, aber noch nicht gesehen. Vielleicht hat's mich auch noch nicht gesehen. So, Screw, du brauchst 10 Rotz pro Minute. Dann kannst du 40 davon. Das heißt, ich brauche 2 und einen halben Konstruktor. Ist doch was. Absturzstelle. Würde ich mir gerne mal angucken. Scheiße. So, das sind 2 und ein halber Konstruktor. Geil. Ja, die stellen 50 pro Minute her. Das heißt, einen Splitter schon mal. Dann geht von dem die Hälfte weg. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ich sollte mal. Dann brauchte ich eigentlich auch noch hier einen Splitter. Dann muss ich davon. Ach, 7. Eine Lift. Ein Miststrauch. Vielleicht habe ich Glück. Achso, ein Lift. Nee, der ist geplündert. Unangenehm. Ich komme nicht auf diese. Vielleicht bin ich auch einfach scheiße. Dann. So, ich kämpfe. Jetzt funzt nicht. Doch. Das da runter. Zack. Ah, souverän. Ausmanövriert. Glaubt er jetzt noch? Meine ganze Monster Hunter-Erfahrung kommt mir noch langsam hier zu irgendwas zugute. Sollte sie auch. Toll. Und das Ding ist schon komplett geplündert. Gibt's überhaupt nichts. Ich hab's verkackt. Okay, das mache ich anders. Okay, was braucht denn das Teil, um aufgemacht zu werden? Tut das letztendlich 2 Splitter, dann stelle ich 21 Rotoren. Ja, wow. Ja, wir brauchen noch Rotoren. So. Wirst du jetzt in nächster Zeit noch mehr Geräte bauen? Ja. Das heißt, wir brauchen noch mehr Strom. Ja. Richtig. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Weil jetzt bin ich hier nur noch mit Strommachen beschäftigt. Ja. So. Die Geräte sollen dann Screw herstellen. Wenn dann alle mit 100% leider Screw her, aber was soll man machen? So, die gehen dann alle hier hinten schön in einen Merger. Hup. Zack. Ach, ich auch. Muss noch einen Merger hinstellen. Klick. Das war ja noch mal ein bisschen, also kommen wir jetzt gerade irgendwie nicht drum rum. Wir werden nicht mit 100%iger Produktionsfähigkeit Rotoren herstellen, weil das ja nicht möglich ist. Für uns. Und jetzt ein ist der. Ah, Gott. Hab keine Kabel mehr. Mal erfreulich viel Holz in der persönlichen Kiste da gehabt.
Hey, das ist meine persönliche Kiste. Das ist mein Holz. Entschuldigen Sie bitte. Ich mache gerade Biomasse draus. Achso. Wieso steht hier Holz in unserer Bar? Ach egal, aufsammeln. Genug. So. 21 Holz. Nice. Wir brauchen dringend die Logistics Mark 2. Ja. Ja, das wäre mir auch ganz lieb. Weil dann brauche ich nämlich gar nicht die zweite Kohlenquelle zu erschließen. So, jetzt aber noch ein bisschen mehr Strom. Und dann kann ich nämlich die eine Kohlenquelle verbessern. Die eine Betonquelle verbessern. Ach, wieso? Ich wollte gerade Kabel herstellen. Fällt mir auf, wir haben doch hier eine Kiste unendlich viel Kabel. Das stellen wir ja bereits her. Kommt der Tier her? Hörst du es auch? Kommt ja diese scheiß Fliege hier her? Frag ich dich? Sag mal. Was ist das? Ein Attentat? Was denn? Junge. Hey, das kenne ich ja gar nicht, dass sie auf einmal aus dem Nix auftauchen hier. Ich auch nicht. Sag mal. Das sehe ich jetzt recht persönlich einen Attentat an. Ja, dann zieh mal deine Konsequenzen hier und starte den Krieg gegen den Terror. Das war ein Attentat, den du auf mich zugelegt hast. Ich? Ja, du hast sie ja hierher gelockt. Ja, klar. So. Ach, der hat die vielleicht mitgebracht. Hier, oh. Der große Junge. Keine Ahnung, das ist auch egal. Nein. Okay. Mehr Foundations. Oh, Scheibenkleister. Blub. So, hier dürfte jetzt eigentlich der Assembler hinpassen. So. Okay. Damit haben wir schon mal ein bisschen vorgesorgt mit Strom. Genau. Vielleicht kriegen wir es ja hin, denn hier den. Ich hab schon wieder eine. Gibt's doch nicht! Da kam wieder eine! Wie sind die denn hier gekommen? Hab ich gerade zwei Mörder in einem platziert? Jo. Naja, egal. Zack, 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 zack und zack. Zack. So. Produktion dürfte jetzt laufen. Wir haben eine leichte Überproduktion. Aber sonst dürfte es eigentlich alles klar gehen. Überproduktion ist immer gut. Ja, wie man es nimmt. Ich finde schon. Man kann nie von irgendwas zu viel haben. Na gut, wenn du meinst. Ja, meine ich. Gut. Man braucht 100 Screw pro Minute, können aber gar nicht so viele holen, leider. Das bedeutet. Stamm ohne Ende. Herrlich. Nee. So, und um. Was war es auch nochmal, was ich gerne herstellen wollte? Ich glaube. Nee. Genau. Smart Platin. Das war ja noch etwas. So, Achtung. Was denn? Nee. Ah! Logistik War 2 ist da. Milestone reached. Improved versions of conveyor belts and conveyor lifts are now accessible. To encourage additional verticality, Schnappschnitte holes now stackable variant. Wie das? Die stapelbaren Fördermasten. Ah. Ja, das ist ganz praktisch. Jo. Praktisch. Sehr praktisch. Kann ich jetzt auch direkt das da verbessern? Conveyor Belt Mark 2, Watz. Und Conveyor Belt Mark 2. Jetzt dürfte das nicht mehr stehen. Boah, wie viel Kabel. Jetzt geht der genügend da rein. So, jetzt dürfte das auch mit 100% laufen. Die Rotoren. Zumindest vom Prinzip her. Und dann ein. Ich glaube, die Hälfte von den Rotoren. Und die Hälfte Ich wollte mal.
die Schnecke verarbeiten. Schnecke. Guck mal schon, genau, Energiefragment. So, jetzt habe ich nämlich aus den Schnecken habe ich jetzt Batterien gemacht. Was? Sag mal. Die arme Schnecke. Ja, Maul jetzt. Ja, ich weiß, das ist ja, wie soll ich sagen? Böse. Ab und an überkommt es mich. Ich weiß, das ist eine völlig unzulässige Ausbeutung der Natur. Und Schnecken. Und der wildlebenden Tiere. Und aber ich schäme mich ja auch. Aber was müssen wir machen? Ja, ich meine, wir müssen halt hier optimieren. Nein, eigentlich nicht. Klar. Ich meine, eigentlich müssen wir das nicht machen. Wo sind wir denn hier? So, das Problem ist, ich kann noch gar nicht optimieren. Du hast also gerade eine Schnecke? Unnötig? Nein, zwei. Du hast zwei Schnecken unnötig getötet? Ja, aber ich kann die. Warum kann ich die ja nicht hier in Miner setzen? Da fehlt noch irgendwas. Wir müssen noch irgendwas erforschen dafür. Shit. Das ist jetzt aber ein bisschen peinlich. So, Förderband Mark 2 kann ich aber bauen. So. Und damit wird das hier mal ein bisschen schneller. Jetzt lohnt es sich nämlich auch hier die Schnecken reinzusetzen. Nur, dass es nicht geht. Okay, wir müssen noch was anderes dafür erforschen, glaube ich. Wahrscheinlich in der Mam. Ich gehe mal zum Mam. Mal schauen wir mal nach. Enttäuscht. Bist du enttäuscht? Von dir, ja. So. Schnecken, oder? Ja, ich weiß. Außerdem Schneckenmörderin, bitteschön. Ja, jetzt kill mich noch. Ich habe nicht viel Leben. Wollte ich mal nur so erwähnt haben. Und, ja, man muss nämlich erst das Overclocking hier erforschen. Dafür braucht man 50 Stangen, 50 von der. Und dann hast du bestimmt alles. Ja, gut. Produktion übertakten, ja. Ne, ich brauche noch ein paar Platten. Aber das mal schnell. Die sind ja hier zum Glück. Da haben wir ja hier ganze Container voll mit den Dingern. So, Nährstoffe, Elektroschnecke. Ne, da starte ich das denn jetzt. Ah, hier, Forschung beginnen. Und los. Ja, 5 Minuten. 5 Minuten können wir übertakten. So. Okay, das ist neu. Das war früher nicht so, dass man das extra erforschen musste, glaube ich. Ach so, ja. War ich denn so lang? Dich schämen. 5 Minuten lang? 10 Minuten lang. Oh Gott. Ich kann ja irgendwo so einen kleinen Schneckenaltar hinbauen. Die ganzen Schnecken, die wir noch zu Batterien verarbeiten. Los. Na los, ich warte. Das Wetter wird lila. Warum? Na und? Ich würde sagen, ich scanne mal lieber schon mal nach Kalkstein. Ja, klar. Cool. Da habe ich gerade mehr Lust zu, als einen Altar zu bauen. Du musst aber einen Altar bauen. Ja. Machen wir irgendwann mal. Mhm, ja, noch. Nein, nicht wir. Du! Mach ich irgendwann mal. Mhm. Fliegen. Nicht gut. Ja, die Rache der Schnecken wird kommen. Ja, der Kalkstein wird von Fliegen bewacht und ich habe nur noch 3 Leben. Ja. Das wird nicht. Wie gesagt, das ist die Rache der Schnecken. Das wird nicht gut ausgehen. Die Schnecken
Um das Ärgernis der Schnecken zu befriedigen, musst du gegen die Fliegen kämpfen. Die werden mich umbringen. Und? Ich will nicht sterben. Selbst schuld. Ich hätte ja keine Schnecken Muscheln? Opfern müssen. Wieso sind hier Muscheln? Ach hier. Hier ist Wasser. Ich sehe nichts mehr. Was der Weltraumluft? Was hast du denn, ey? Oh, hier ist eine kleine. Hey. Das ist eine kleine Krabbe. Da war eine kleine Krabbe. Ich bin näher gekommen, hat die sich in so einen Stein zurückgezogen. What? Fangen, fangen, fangen. Kann ich nicht. Warte, oh. Jetzt vielleicht? Nee. Keine Ahnung. Auf die Frage freue ich mich schon. Dann möchte ich wissen, was das ist. Okay, ja. Jetzt habe ich mich, glaube ich, hier komplett verlaufen. Moment, da geht's zum Hub. Okay. Wo war jetzt nochmal der Kalkstein? Ich lasse einem ständig diese Materialien ausgehen. Schlimm, schlimm, schlimm. Hallo, Doggy. Hier ist wie so ein Lizard-Doggy. Komm, ich nehme das jetzt in Angriff. Es nützt ja nichts. Ja. Kommt her, nur so kannst raus. Du die Schneckengötter besänftigen. Indem ich Fliegen töte. Ja. Oder sie nicht. Eine ja. Ich. Beides erfreut die Schneckengötter. 2,5 Leben. 2 Leben. Hier kommen wir eigentlich keine Retouren an. Ja, überlebt. Die Schneckengötter okay. Sind besänftigt. Okay. Dafür habe ich jetzt noch einen Alien-Panzer bekommen. Warte, bitte. So, jetzt muss ich erstmal die Quelle freilegen. We will rock you. Oh Gott. Nein. Wir stellen smart Platinen her. Oh. Was? Platinen? Smart Platen. So. Was? Smart Platen. Die stellen wir her. Okay. Wir brauchen 50 Stück davon, um den doofen Weltraumlift zu aktivieren. Ach, die Dinger. Ich dachte, du meinst diese... Nein, ach nee, was auch immer du meinst. Boards. Nein. Ja, die Suicide Boards. Suicide Boards, genau. So. So. Jetzt könnte ich hier ja glatt einen Miner platzieren. Wo ist? Da ist. Peng. Da habe ich verkackt. Mist. So. Ja. Jetzt Konstruktoren im Prinzip, ne? Aber die muss ich ja jetzt erst. Ne, ich führe das, glaube ich, einfach ran. Und dann baue ich die da vorne. Weil ich muss jetzt erstmal Fundamente da hinlegen, bevor ich jetzt noch irgendwas da hinbauen kann. Genau. Ne? Ja. So, es ist jetzt nicht so ultra weit zum Glück. Also wir stellen 2 Platinen, kluge Platinen pro Minute, ja. Theoretisch zumindest. Bisher ist es auch so, aber mal sehen, wann die Materialien uns ausgehen. Aber eigentlich ist ja hier, ja. Die Reinforced Iron Plates laufen noch 100%. Kein Beton mehr. Ja? Die Rotoren laufen ebenso. Lauchen, alles klar. Laufen ebenso auf 100%. Und davon brauchen wir auch jeweils nur die Hälfte. 2 pro Minute. Und wir stellen 4 pro Minute her von beiden.
Deswegen dürfte alles damit 100% laufen. Du hast gesagt, zwei Platinen tun gut. Ja, ich bin sicher, du hast vollkommen recht. Ja. Nee. Aber du hast auch eine Kettensäge, hä? Ja. Kann ich dich nicht mal anheuern damit? Oh, ich hab's sowieso gerade. Also ich habe sehr viel zu tun, aber dafür finde ich es Zeit. Gut. Dann wäre es nett, wenn du mal bei mir vorbeischauen würdest. Weil ich habe da Arbeit für dich, deine Kettensäge. Wie viel kriege ich dafür? Kriegst du dafür mehr Beton. Oh, okay. Dann wird's auch so kriegen. Achso, okay. Aber vielleicht kaufst du es mir ab. Was soll ich sehen? Hier, hier auf dem Weg steht, da steht der große Baum da vorne, oder die zwei. Hier die. Ach, die. Die zwei großen Palmen hier. Und den kleinen, die daneben stehen. Das hier, das soll weg. Fantastisch. Da steht noch einer. Jo. Sehr gut, vielen Dank. Das war's schon. Gute Arbeit. Oh, das hier kann ich auch wegsägen, oder? Kannst du da so viel wegsägen, wie du willst. Ich kann das nicht wegsägen. Ich kann das nicht wegsägen. Die Pilze da, die kannst du, glaube ich, nicht wegsägen. Ja. Hallo. Hi. So. Bin großer Fan. Jetzt will ich hier eine Rampe bauen. So, ich komme mal da runter. Na, fummel mir jetzt nicht da rein. Dann braucht dafür hier nur ein oder zwei Konstruktoren. Zwei, ja. Also wenn ich's. Ja, zwei. Zwei sind besser, auf jeden Fall. Aber ich will die nicht hier bauen. Wo bauen? Nicht hier. Achso, ja. Ich guck mal kurz so, in die. So, jetzt fängt auch hier. Schnecke! Was höre ich denn da jetzt? Katzen! Verpisst euch! Nein! Katzen? Katzen! Ach, du hast den. Ah. Oh Gott! Jetzt weiß ich, was du meinst. Oh Gott. Hast du den Arachnophobie-Modus aktiviert, ja? Ja. Ja, dann die Katzen sind irgendwie noch gruseliger. Noch mehr Katzen? Okay, ich pflanze mal hier schnell. Ich möchte die Schnecke haben, bitte. Hab die Schnecke. Was höre ich denn hier noch alles? Ach du meine Güte. Das geht. So, nee, das ist nur ein Durchgang. Hehe. Das geht. Okay. Okay, das. Boah. So, dann noch eben schnell die Konstruktoren gepflanzt. Klar, ich gehe wieder zurück. Hast du die Schnauze voll, ja? Ja. Hast du Spinnen? Und Katzen. Anscheinend jetzt auch gerade. So. Das Ganze wird dann hier fusioniert. Und in die Richtung geschickt. Weg hier. Immerhin habe ich ein Stück unserer Basis gesichert. Nö.
Boah. Oh, hast du jetzt schon wieder ausgefallen? Der Strom? Ja, ja, ja. Okay, wahrscheinlich. Sehe ich ja auch, weil nichts weiter mehr arbeitet. No power. Yep. Mensch, was machst du denn da? So. Okay, damit müssten die jetzt, sobald Strom da ist, auch anfangen, Beton zu produzieren. Hey, wir haben schon 20 von diesen Smart Platinen. 20? 20. So. Hier genügen jetzt zum Glück normale Förderbänder. So, jetzt will ich auch mal gucken, wie weit man damit kommt. Bis hier. Ach nee, jetzt habe ich keine Stangen mehr. Naja gut, okay. Also, Plan ist natürlich hier, das Band noch zu verlängern und dann unseren Betonvorrat zu vergrößern. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Denn wir brauchen eine Pause. Ne? Und Jump Pads! Ui. Milestone reached. Juhu. Several buildings aimed at factory traversal can now be accessed in the build menu. Caution is recommended during use of these products. Halt, warte mal. Nein. Ja. Liebe Zuschauer, das war's. Folge 9 von ZS Factory. Links könnt ihr noch uns ein Abo geben und rechts könnt ihr das nächste Video angucken. Oder irgendeins. Tschüss.